willkommen bei Seenluft 24. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In unserer aktuellen Sendung gibt es neben dem Musikclip der Woche ein Bartjubiläum in Senftenberg und Kultur gibt es im Theater zu erleben. Das alles in wenigen Augenblicken. Wir starten wie gewohnt mit den wichtigsten Nachrichten der vergangenen Tage. Autohaus Grabowski, Ihr autorisierter Ford-Service-Partner, präsentiert. Wir bereiten Ihr Fahrzeug auf die kalte Jahreszeit vor. Wintercheck nur 19 Euro. Räderwechsel inklusive Einlagerung schon ab 34,90. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin. Wir sind gern für Sie da. Autohaus Grabowski, Ihr autorisierter Ford-Service-Partner in Lauchhammer und Senftenberg. Hier ist Seenluft 24 die Woche. Bombenfund in Schwarzheide. Donnerstag gegen 9.30 Uhr wurde bei Bauarbeiten auf dem BASF-Gelände eine amerikanische 250 Kilogramm Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Nachdem sie ursprünglich bereits an diesem Sonnabend entschärft werden sollte, gibt es jetzt einen neuen Termin. Es gibt jetzt eine ganz, ganz aktuelle Information, dass die Maßnahmen der möglichen Entschärfung der Bombe, als auch, wenn es notwendig ist und sie geht nicht zu entschärfen, eine Sprengung auf den 25. Oktober verschoben ist. Ganz wichtig an dieser Stelle die Botschaft, der gegenwärtige Fundort und Lagerort bietet Sicherheit. Also das bedeutet, von der Bombe, so wie sie jetzt gelagert wird, geht keine unmittelbare Gefahr aus. Deswegen kann ich sozusagen alle Besorgten an dieser Stelle beruhigen, dass also die Lage vollkommen unter Kontrolle ist. Das gesamte Interview sehen Sie auf Seenluft 24 und wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. In Brandenburg ist die Zahl der Covid-19-Fälle von Donnerstag zu Freitag um 90 angestiegen. Im Elbe-Elster-Kreis gibt es einen neuen Fall. Spree-Neiße meldet 5 und das Gesundheitsamt des OSL-Kreises 8 weitere Fälle. Landesweit waren 497 Personen aktiv erkrankt, 66 mehr als Donnerstag. 35 Personen wurden wegen Covid-19 stationär behandelt. Im Klinikum Niederlausitz gab es mit Stand Freitagvormittag keine Covid-19-Patienten, erfuhr Seenluft 24 auf Nachfrage. Aufgrund der Corona-Entwicklung in der Bundeshauptstadt gilt seit Freitag ein Beherbergungsverbot für Berlinerinnen und Berliner im Land Brandenburg. Berufspendler, Tagesausflüge und Besuche sind nicht eingeschränkt. Erneut haben Unbekannte ein Feuerwehrgerätehaus in der Region aufgebrochen. Betroffen diesmal war die Freiwillige Feuerwehr Kostebrau. Entdeckt wurde der Einbruch in der Ernst-Thälmann-Straße durch einen weiteren Vorfall. In den Morgenstunden des 3. Oktober wurden wir zu einem Brandmeldealarm eines Supermarktes gerufen. Dort wurde versucht, mit einem Sicherheitsschlüssel der Feuerwehr sich Zugang zum Objekt zu verschaffen. Aufgrund dieser Tatsache informierte ich meine Ortswehrführer, zu prüfen, ob in den Standorten entsprechend Schlüssel abhanden gekommen sind. Und kurz nach dieser Abfrage bekam ich den Anruf von dem Ortswehrführer aus Kostebrau, dass in das Gerätehaus in Kostebrau eingebrochen wurde. Also was wir feststellen mussten, es wurde doch mit recht brachialer Gewalt in das Gebäude sich Zugang verschafft. Und das Gebäude wurde wirklich von Kopf bis Fuß, also vom Dach bis zum Keller, komplett durchsucht. Schränke wurden aufgebrochen, Türen wurden aufgebrochen und selbst die Spinde der Jugendfeuerwehr wurden durchsucht, was für uns natürlich auch sehr schade ist. Am erwähnten Supermarkt blieb es bei einem Einbruchsversuch. In Kostebrau sicherten Kriminaltechniker erste Spuren. Die Ermittlungen laufen. Am Klinikum Niederlausitz gilt seit Mittwoch ein Besucherstopp. Davon ausgenommen sind nach Rücksprache Schwangere während der Geburt, lebensbedrohlich Erkrankte und Kinder. Grund sind die steigenden Infektionszahlen auch in der Lausitz. Wie lange die Regelung gilt und ob weitere Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind, werde regelmäßig geprüft.
Noch bis Ende Oktober können sich Ausbildungsbetriebe für die nunmehr 10. Ausbildungsmesse des regionalen Wachstumskerns Westlausitz bewerben. Sie wurde Corona-bedingt auf den 13. Februar 2021 verschoben. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Schüler bereits ihre Halbjahreszeugnisse in den Händen und könnten so an den Ständen der Ausbildungsbetriebe Nägel mit Köpfen machen, so die Organisatoren. Vorgestellt werden dort neben verschiedensten Ausbildungsberufen auch zahlreiche duale Studiengänge. Mehr dazu finden Sie im Internet unter wachstumskern-westlausitz.de. Das Softwareunternehmen CEDAS aus Senftenberg hat den Deutschen Mobilitätspreis nach Brandenburg geholt. Ausgeschrieben war er von der Initiative Deutschland – Land der Ideen und dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ausgezeichnet wurde CEDAS für seine App TrainCheck. Sie digitalisiert die Abfertigung von Güterzügen. Beispielsweise werden manuell immer wiederkehrende Arbeiten wie die Bremsberechnung automatisiert. Die Corona-bedingte Absage der Hallenturniere des FSV Glück auf Brieske Senftenberg bedeutet für die Fußballer herbe finanzielle Einbußen. Demnach verliere der Verein knapp 20% seines Jahresetats. Dazu FSV-Präsident Herbert Tänzer. Wir hoffen auf unsere treuen Sponsoren. Wir führen die Gespräche, inwieweit sie uns in der harten Zeit, wo sie ja selber mit sich zu tun haben, alle helfen können, werden. Und das ist unsere Aufgabe. Wir werden die Hallensaison irgendwie mit anderen Möglichkeiten lösen müssen. Und dann hoffen wir, dass irgendwann mal diese ganze Corona-Giste in irgendwelche Bahnen rückt, wo man wieder planmäßig was organisieren kann. Wir müssen dann vielleicht im Frühjahr was in Brieske organisieren. Wir machen vielleicht ein Sommerturnier, wenn es dann eben geht. Wir warten ab, was kommt. Die Politik weiß, was sie macht. Die Mediziner versuchen, das so schnell wie möglich ranzubekommen, dass wir sagen, die Behandlung ist möglich. Panik machen wäre die völlig falsche, Informationen nach draußen. Wir wissen, es wird, wenn es nicht anders wird, ein schweres Jahr 2021. Und ja, wir müssen dann gucken, was wir machen können. Fakt ist, der Sportbetrieb und die Betreuung unserer Kinder und Jugendlichen muss weitergehen. Das steht bei uns im Vordergrund und alles andere werden wir sehen. Für 2022 planen die Briesker Knappen dann wieder ein hochkarätiges Hallenturnier, laut Herbert Tänzer, mit womöglich 10 Mannschaften. Die Grundschule am Schloss in Groß-Kmehlen bekommt eine Außenstelle. Dazu wird eine frühere Scheune auf dem Gelände des Gutshofs ausgebaut. Dort entsteht ein Mehrzweckgebäude mit 2 Klassenräumen. Sie würden den jahrelangen Engpass an der Groß-Kmehlener Schule beenden, so das Landwirtschaftsministerium. Es unterstützt das Projekt mit rund 250.000 Euro. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz investiert insgesamt rund 330.000 Euro. Die Stadt Lauchhammer, die AG Jugend und die Freunde der Parkbahn laden auch in diesem Jahr zum Drachenfest ein. Es findet am 14. Oktober von 10 bis 16 Uhr im Schlosspark Lauchhammer West statt. Die neue Bühne Senftenberg muss 3 Vorstellungen absagen. Konkret die Aufführungen Nipple Jesus an diesem Sonntag und am 18. Oktober im Kreismuseum und dazu Iphigenia auf Tauris am 14. Oktober im Theater. Grund ist die Erkrankung von 2 Schauspielern. Das war unser Wochenrückblick und hier kommen noch unsere Wetteraussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. An diesem Wochenende müssen wir uns auf deutlich sinkende Temperaturen einstellen. Der Sonnabend beginnt freundlich, doch schon am Vormittag ziehen Wolken auf und es sind Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad. In den Sonntag starten wir dann mit 4 Grad. Ab Mittag ist es bedeckt, aber trocken und die Temperaturen erreichen 10 Grad. Montagmorgen liegen die Werte nur haarscharf über dem Gefrierpunkt. Im Tagesverlauf steigen sie von 1 auf 10 Grad. Es ist freundlich, ohne Niederschläge. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Energie. Verzweifelt auf der Suche nach einem schnellen Service? Hat wieder keiner Zeit?
Bei uns bekommst du, was du brauchst. Wir lassen dich nicht lange warten. Deine Zufriedenheit ist unser Anspruch. Wir sind IKR Richter Group. Wir bieten dir professionelle Fassadenreinigung mit modernster Technik und Fachkompetenz. Gründlich und materialschonend. Anschließend verpasst unsere Malerei deiner Fassade den perfekten Anstrich. Alles nach deinen Wünschen, von der Auswahl der Farbe bis hin zum letzten Pinselstrich. Kultur ist uns wichtig. Deshalb kümmern wir uns auch um Bauwerke vergangener Zeit. Unsere Denkmalsanierung garantiert dir eine schonende und fachgerechte Sanierung alter Gebäude und Denkmäler aller Art. Von der Außensanierung mit schonender Fassadenreinigung und eigenem Gerüstbau bis hin zum kompletten Innenausbau. Unsere hauseigene Tischlerei ermöglicht zudem die Instandsetzung tragender Elemente, wie zum Beispiel Holzbalken und den Neubau von Küchen, Türen, Schränken, Treppen und Dachstühlen. Wie du siehst, alles aus einer Hand. Wir sind IKR Richter Group. Wir sind die Macher. Was vor vielen Jahren als eine Volksschwimmhalle begonnen hat, ist heute nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist vom Erlebnisbad in Senftenberg. 50 Jahre hat das Objekt schon hinter sich und ist auch ziemlich in die Jahre gekommen. Bald wird saniert, doch vorher wurde das Jubiläum in einer kleinen Runde zelebriert. Katja Hubatsch und Martin Hanschick waren dabei. Jubiläum im Erlebnisbad Senftenberg. Gefeiert wurde es am vergangenen Mittwoch, exakt 50 Jahre nach der offiziellen Einweihung, am 7. Oktober 1970. Aus der damaligen Volksschwimmhalle mit ihren 25 Meter Bahnen wurde Mitte der 90er Jahre das heutige Erlebnisbad. Kosten lässt sich Senftenberg die Einrichtung jährlich rund eine 500.000 Euro. Und in naher Zukunft noch einiges mehr. Jetzt sagten Sie, das Bad wird saniert. Was dürfen die Gäste dann erwarten, wenn wir das Bad wiedererkennen? Man wird das Bad von außen im Eingangsbereich nicht wiedererkennen. Der ganze Eingangsbereich wird neu gebaut. Das ist dem geschuldet, dass hier auch im Keller und im vorderen Bereichen ganz viel neue Technik entsteht. Das war natürlich der Hauptpunkt, nämlich hier die Technik zu erneuern. Nach 20 Jahren Sanierung ist die Technik natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir es einmal richtig. Tausende Besucher jährlich, Schwimmunterricht und Vereine. Sitzen die während der Bauphase auf dem Trockenen? Es gibt die ersten Gespräche dazu und wir werden die Vereine dann einladen. Das ist auch mit den Vereinen so besprochen, aber da müssen wir ein bisschen Vorarbeit leisten. Bedauerlicherweise schließt zur selben Zeit auch das Schwimmbad in Hoyerswerda, wo wir gesagt haben, wir können uns gegenseitig ein bisschen aushelfen, aber die machen genauso wie wir eine grundhafte Sanierung. Aber wir werden schon eine Lösung finden, auch nachher mit den Vereinen zusammen. Bis dahin können sich alle Wasserratten aber noch einmal ausgiebig austoben. Denn gebaut wird erst in einigen Monaten. Also der Baubeginn soll Ende 2021 sein. Die Bauzeit ist gut 1,5 Jahre, sodass wir dann, wenn man rechnen kann, wir in Anfang 2023 das Bad wieder öffnen, also Ende 2021 schließen. Und wir wollen das natürlich mit einer großen Einweihungsfeier machen. Und auch nochmal einen geschichtlichen Rückblick, denn die Mitarbeiter haben hier richtig Recherche betrieben, tolle Geschichten und die Geschichte des Bades aufbereitet. Das wollen wir dann richtig zeigen. Ich denke, das wird ganz, ganz spannend und viele Senftenbergerinnen und Senftenberger werden kommen und sich das neue Bad anschauen mit einer großen Party. Auf die dann garantiert alle warten und hoffentlich auch ausgiebig feiern können.
Lichtgeschwindigkeit durchs Netz? Das kann nur Glasfaser. Die innovative Lichtwellenleitertechnologie sorgt für nie dagewesene Bandbreite, um ein Vielfaches schneller als herkömmliche Methoden mittels Kupferleitungen. Highspeed-Internet, Fernsehen in Full HD, Telefonie in höchster Sprachqualität, 4K-Streaming und das alles gleichzeitig in beliebig vielen Haushalten ohne Geschwindigkeitsverlust. Sie wollen weg von permanenten Geschwindigkeitseinbußen? Dann fragen Sie uns, Ihre LKG, die Glasfaser-Experten aus der Region. Wir machen Ihr Fahrzeug fit für jede Jahreszeit. Pneuhage, Ihr Reifendienst, informiert Sie über Aktionen und Neuigkeiten namhafter Reifenhersteller. Also warum warten? Lassen Sie sich vor Ort beraten. Pneuhage Reifendienste, 94 Mal in Deutschland, einmal auch in Ihrer Nähe. Sie finden uns in Schwarzheide, direkt an der B169. Wir haben in der vergangenen Sendung ja schon über die Pläne der neuen Spielzeit an der neuen Bühne in Senftenberg gesprochen. Heute legen wir noch einen nach und schalten direkt noch einmal in die Theaterpassage, nicht weit von unserem Sendestudio. Ja, liebe Zuschauer, natürlich hat das Theater Neue Bühne auch 2021 einen sehr umfänglichen Spielplan. Wir werden Ihnen rechtzeitig vorstellen, heute nicht alles, heute jene Premieren, die Sie noch in diesem Jahr erleben können, die Sie sich vielleicht notieren sollten, sich darüber informieren sollten. Wir haben die beiden Dramaturgen gefragt, diese Inszenierung doch mal ganz kurz vorzustellen. Am 8.10. kommt das Stück Selfies einer Utopie. Das ist auch ganz besonders spannend. Das ist ein junger Regisseur, Nicolas Bremer, der für jeden Abend, an dem er Selfies inszeniert, einen neuen Text schreibt. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler kriegen den auch zum ersten Mal an dem Tag, an dem das Stück stattfindet. Und müssen quasi, ohne das vorbereiten zu können, auf die Bühne damit. Und damit es nicht zu einfach ist, hat Nicola immer noch Schilder mit dabei, wo drauf steht, wie sie es lesen sollen. Und das ist auch eine der ganz wenigen Theaterserien, die es gibt, sozusagen. Mein Jahr ohne Udo Jürgens nach dem gleichnamigen Buch von Andreas Meyer in einer Theaterfassung von Dirk Gierschick hatte gerade jetzt Premiere bei uns. Dirk Gierschick führt auch Regie, der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch als Mitglied von Black Tequila. Worum geht es in dem Stück? Man begegnet einem Udo Jürgens-Fan, der darüber spricht, wie es ist, ein Udo Jürgens-Fan zu sein. Man hört eigentlich die besten Songs von Udo Jürgens. Man kann einen Abend lang schwelgen in der Musik und in Storys über und von Udo Jürgens. Das ist bei uns hier im Studio zu sehen, in einer ganz bezaubernden Bühnenversion, wo man an Tischen sitzt, wo man seinen Cocktail mitnehmen kann und wo man anderthalb Stunden lang den besten Songs von einem Udo Jürgens-Fan vorgetragen zuhören kann. Dann eine zweite sehr schöne Inszenierung bei uns im Hause, wird jetzt Premiere haben, Mitte Oktober. Es ist eine Komödie, eine französische Komödie, Die Studentin oder Monsieur Henri, basiert auf einem Film Frühstück bei Monsieur Henri. In der Hauptrolle wird Heinz Clevenot zu sehen sein. Wer Heinz Clevenot kennt, weiß, was für ein unglaublich komisches Talent er hat. Er spielt einen etwas allein lebenden älteren Herrn, der einen Unfall hat und sein Sohn möchte, dass er eine Mitbewohnerin bekommt, die sich ein bisschen um ihn kümmern möchte. Das möchte er natürlich nicht und auf die eine oder andere sehr amüsante, sehr charmante Weise versucht er, seine Mitbewohnerin wieder loszuwerden. Dieses Jahr erwartet sie auch ein ganz besonderes Weihnachtsmärchen. Thilo Esche schreibt die Wirrwarr-Weihnacht und da geht es um ein Mädchen oder jetzt eine alte Frau, die schon so alt ist, dass sie vergessen hat, aus welchem Märchen sie eigentlich stammt. Und wir dürfen ihr dabei zuschauen, wie sie herausfindet, in welches Märchen sie ursprünglich mal hineingeschrieben, in welchem Märchen sie erfunden wurde, während sie verschiedene Märchen besucht, um genau das zu tun.
Schlossparkcenter, Ihr City-Einkaufscenter im Herzen von Senftenberg. 25 Geschäfte laden zum Shoppen ein. Bummeln, einkaufen und Spaß haben bei entspannter Einkaufsatmosphäre. Neben einem vielseitigen Gastronomieangebot locken unsere Geschäfte regelmäßig mit Rabattaktionen. Und nicht vergessen, das Parken im Parkhaus ist für 3 Stunden kostenfrei. Schlosspark Center Senftenberg. Einkaufen, wo ich zu Hause bin. Stadtwerke Senftenberg, Ihr regionaler Energiedienstleister für Strom, Gas und Fernwärme in Senftenberg und Umgebung. Sie finden uns in der Laukstraße 13 bis 15 in Senftenberg oder unter www.stadtwerke-senftenberg.de. Stadtwerke Senftenberg, passend für Sie, Strom, Gas und Wärme. Sie suchen ein Zuhause, eine Wohnung mit eigener Gartenterrasse oder Fahrstuhl, modern und mit Dividende? Dann lassen Sie sich von uns beraten, denn wir finden Ihre individuelle Lösung. www.die-senftenberger.de. Das Bundesförderprogramm Soziale Stadt hat im vorigen Jahr sein 20. Jubiläum gefeiert. Sozial benachteiligte oder strukturschwache Stadt- oder Ortsteile sollen aufgewertet und Nachbarschaften sowie der soziale Zusammenhalt gefördert werden. Seit 2017 sind auch Teile der Stadt Großrehschen, konkret die Nordstadt, das Malerviertel und Teile der Altstadt in das Förderprogramm aufgenommen worden. Für uns Anlass mal nachzufragen, was ist in den 3 Jahren geworden? Eine Zwischenbilanz von Carola Vogt und Fred Vogefeld. Die Kranzdorfer Straße 2 in Großrehschen. Wir sind verabredet mit Quartiersmanagerin Karin Krüger. Seit Anfang 2017 koordiniert sie das Projekt Soziale Stadt in Großrehschen. Sie kann sich noch sehr gut an die erste Aktion erinnern. Ein allererstes Bürgertreffen im Herbst 2017. Ich habe viele Leute aktivieren können, die dann geholfen haben, mit dem Projekt Soziale Stadt dieses Bürgertreffen auf die Beine zu stellen. Ganz hervorragend und ganz viel Spaß hat damals gemacht, dass wir einen Lichterpfad gebaut haben, der so verbindendes Element werden sollte zwischen dem Seespielplatz und dem Standort, wo wir das Bürgertreffen in der Nordstadt durchgeführt haben, also vom Malerviertel in die Nordstadt. Da hatten wir schon die Idee mit dem Spielepfad, der dort entlang sich schlängeln sollte. Und am Ende waren, ich weiß gar nicht wie viele Leute, also ich glaube über 50 Leute damit beschäftigt, Teelichter aufzustellen, die dann abends auch wunderschön geleuchtet haben. Von der KWG aus, von dem ersten altersgerechten Block, konnten wir dann so draufschauen auf diese Lichterkette, wunderschön. Zurzeit entsteht hier im Sportgebäude in der Kranzdorfer Straße ein Mehrzweckraum. Der runde Erker soll das Erkennungszeichen des neuen Quartiertreffs sein und 2021 fertiggestellt werden. Jedes Jahr steht laut Stadtverwaltung rund 500.000 Euro für die soziale Stadt zur Verfügung. Sogenannte Aktions- und Verfügungsfonds fördern kleinteilige Vorhaben. So können zum Beispiel für Hausgemeinschaftsfeste, Informationsabende und andere kleine Initiativen bis zu 250 Euro beantragt werden. Für größere Vorhaben stellen die Verfügungsfonds bis zu 2.500 Euro bereit. Ein schönes Beispiel dafür gab es im Zetkinweg. Wir haben im Zetkinweg auf dem Spielplatz dort, war auch eine Initiative junger Eltern, die gesagt haben, da muss was passieren, ein Sonnensegel gebaut, das hat die Stadt finanziert,
mit der KWG zusammen. Und die Eltern haben dann gesagt, okay, jetzt haben wir da ein schönes Sonnensegel, jetzt werden wir den Spielplatz erneuern. Also die haben dann selbst ein Spielhäuschen angestrichen, also schöner gemacht. Ne? Und das war eine Initiative, die kam dann von den jungen Familien dort im Haus. Ne? Der Abriss von Plattenbauten hat gerade in der Nordstadt viele freie Flächen geschaffen. Hier in der Wilhelm-Pieck-Straße ist mit dem Projekt Soziale Stadt eine ganz besondere Aktion für junge Eltern entstanden. Ein Bäumchen pflanzen für mein Kind, das Baumpatenprojekt mit jungen Eltern. Da haben wir 2018 das erste Mal geworben dafür, auf dieser großen Fläche, auf der ein Jahr vorher das Bürgertreffen stattgefunden hat, Bäumchen zu pflanzen. Wir wollten einfach die jungen Eltern aus dem Quartier anbieten, sich hier zu verwurzeln. Also ich sag mal so symbolisch zu verwurzeln mit diesem kleinen Bäumchen, der für ein Kind, was ein Jahr vorher geboren wurde, gepflanzt werden kann. Wir sind davon ausgegangen, dass so 2, 3 bis 5 Familien, die sich bereit erklären, am Ende waren es dann 11. Von im Prinzip über 50% der Kinder, die geboren wurden in Familien, wollten dann auch ein Bäumchen pflanzen. Fast 40 Bäumchen sind es mittlerweile, auch ein Symbol, dass sich junge Familien im Quartier wohlfühlen. Und die zuletzt gepflanzten Bäumchen sind bereits jetzt Träger einer ganz besonderen Botschaft. Die Bäumchen haben dieses Jahr das erste Mal Obst getragen. Da stehen zum Beispiel eingeweckte Birnchen, die ich den jungen Baumpaten, also den Familien, bringen möchte, um die wieder mal daran zu erinnern, da ist ein Bäumchen, das wächst für euer Kind und das schlägt Wurzeln. Wurzeln schlagen sollen demnächst auch zahlreiche Krokusse, die dann im Frühjahr für Farbe im Revier sorgen. Der genaue Termin soll in Kürze feststehen. Und in jedem Falle soll es auch wieder ein Lichterfest geben. Seit seiner Erstauflage im Herbst 2017 hat es eine ganz eigene Symbolkraft entwickelt, freut sich die Quartiersmanagerin. Seitdem wünschen sich eigentlich die Bürger zu jedem Fest, also dann jetzt ist es das Adventslichterfest, diese Lichterkette, die dann es ist ein Symbol geworden, so dieses Leuchten für, ich glaube auch fürs Projekt Soziale Stadt. Sind Ihre Reifen in Ordnung? Wir checken das für Sie und noch viel mehr. Für alle Fahrzeugtypen übernehmen wir die TÜV-Abnahme, die Inspektion, den Auspuffservice, den Bremsen- und Klimaanlagenservice sowie Fahrzeugaufbereitung, Lack- und Karosseriearbeiten. Und das alles zu fairen Preisen. Die Profis Siegfried Weber, das Rundum-Sorglos-Paket für Ihr Auto. Sie finden uns in Lauchhammer West, Elsterwerder Straße 19a. Garten- und Landschaftsbau Markus Brödner-Plesser. Wir bieten kostenlose Beratung, Pflanz- und Pflegearbeiten, Baumschnitt, Gartengestaltung, Pflasterarbeiten mit Natur- und Betonsteinen, Anlegen von Wegen, Plätzen und Treppen und Bau von Teichanlagen. Besuchen Sie auch unser Blumenfachgeschäft Glücksklee. Garten- und Landschaftsbau Markus Brödner in Plesser, direkt an der B169. Wir sind auch in Krisenzeiten für Sie da. Im Laufe ihrer Karriere hat sie oft unkommerzielle Lieder gesungen und dafür liebten sie ihre Fans. Jetzt hat sie den Weg zum kommerziellen Schlager gefunden und dabei sogar Worte wie mein Name an der Tür in ihren Song eingebaut. Ob sie mit Ich bin wieder ich sagen will, dass genau das ihre Musik ist, möge jeder für sich entscheiden. Unser Musikclip der Woche, Mariana Rosenberg, Ich bin wieder ich. Ich bin wieder.
Und das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Genießen Sie die letzten warmen Herbststunden. Gehen Sie mal wieder raus und seien Sie nett zueinander. Bis bald.